Brennt es dort oder brennt es nicht? Thomas, ein Berliner Junge, muss sich entscheiden. Was hättet ihr getan? Thomas jedenfalls. Und dann wurdest du der Held von Berlin. Null Held, aber eine Standritt. Jawohl! Ich hab den Feuermelder eingeschlagen. Den Feuermelder hat er eingeschlagen mit seiner gewaltigen Faust. Nein, mit der Sandale. Aha, mit der Sandale. Ist ja auch real. Dass Dieter, sein bester Freund, aber auch so ein Fass aufmachen musste. Und dann noch das Ding mit der Zeitung. Dufter Berliner Junge sucht. Der Zahnarzt hat dich stark geschwächt. Und wenn's nun wirklich richtig stimmt? Stimmen konnte das ja gar nicht mit den Zahnschmerzen, die Thomas angeblich vom U-Bahn-Fahren bekam. Doch was sollte er sagen? Nur eine Station wollte er Zugbegleiter spielen. Aber was ist daraus geworden? Und dann passierte es. Wie heißt du? Thomas Lohmann, 6. Oberschule Prenzlauer Berg. Nun war's heraus. Und am nächsten Tag wusste schon ganz Berlin seinen Namen. Warum er ihn nicht sagen wollte? Kommt und seht doch selbst, was mit Thomas los ist. Die Sache hat sich übrigens wirklich ereignet. So ungefähr wenigstens. Und die DEFA hat danach einen neuen Kinderfilm gedreht. Ach richtig, den Titel noch. Der tapfere Schulschwänzer. Ein Film der DEFA, Studio für Spielfilme, Gruppe Berlin. Na, wie wär's?